Guten Tag zusammen, willkommen zurück zu 7 Days to Die, Kinder der Stadt. Und ja, wir machen es kurz und schmerzlos. Irgendwann steht im Weg auf der Leiter. Mit dabei ist der Valcry. Ja, Entschuldigung, aber ich hab's doch gerade eilig. Und der Abonacho ist mit dabei. Grüß euch. Die Xyra ist dabei. Hallo. Xyra, bleib mal kurz in meiner Ebene. Und der Bett, der Wurststuhl. Ja. Moin, moin. Okay, sammeln wir bitte einmal auf. Guten Morgen, Herr Trouble. Ich schlag euch ein. Ja, ja. Wünsche ich dir auch. Ganz viel Eisenbahn. Mein Freund. Ja. Leg das mal in dein Crafting-Menü irgendwo hin, nur nicht in der Mitte. Ich hab mir überlegt, Vielleicht machen wir einfach mal so ein bisschen Neustart. Da passiert aber nichts, wenn ich auf Crafting drücke. Ich glaube, dass die Zeit läuft. Vielleicht passiert da ja doch dann, was. Oh, genau, das dauert einfach eine ganze Weile. Und zwar so lange, kurz bevor die Zeit abgelaufen ist, dann siehst du wieder, wie der Balken hochgeht. Ach so, okay. Weil ich wollte gerade sagen, vielleicht liegt das auch wieder am Server, weil ich da ja gerade Probleme habe. Und ja, machst du denn dann allgemein. Alles klar. Ach Mann, dann, warum mache ich das denn? Weil, ich weiß nicht. Ich habe noch einen ganzen Stack Spikes übrig. Wollen wir eine zweite Reihe machen oder ist bei der einen belassen? Ich habe doch keinen. Brauchen wir nicht, doch, nee, weil das mal. Weil dann können wir den Eingang noch ein bisschen schützen. Ja. Und du weißt doch, was wir mit unserer Mine vorhatten, ne? Mit unseren Schmiederraum vorhatten. Ja. Dafür können wir auch noch welche brauchen. Was? Also was du übrig hast, das behalte ruhig mal übrig. Was ist denn los, Val? Also ich stehe hier vor einer. Hier ist ein Loch in der Stadt. Hier ist ein Abgrund in der Stadt. Und zwar wollte ich gerade zum Shotgun-Store und ich komme nicht rüber, weil wenn ich da drüber laufe, stürze ich wahrscheinlich ab und falle ins Bodenlose. Hier das hört einfach nicht. Die Männeraufgabe. Valcry hat ein Glory Hole gefunden. Und dann kam bei der Gelegenheit eine. Ich brauche Munition. Eine taubstumme Hornisse auch. Eine taubstumme Hornisse. In Gebärdensprache hat sie gesummt oder was? Oh, das war hat halt nichts gemacht. Jetzt will ich mal gucken, ob ich da überhaupt rüberkomme. Nein, ach komm. Zu dem Shotgun-Store. Ja, ich muss sagen, das Server ist tatsächlich so ein bisschen. Wieso hast du denn noch hingemacht, Valcry? Also irgendwie. Nee, hier ist einfach ein riesiges. Hier ist komplett weißer Boden. Aber ich komme. Über Umwege komme ich hin. Schwierig. Wie stellst du dir denn bitte sehr unsere Neustadt vor? Du könntest zum Beispiel aufhören. Also wäre eine Möglichkeit, nur ein Vorschlag, ne? Dass du jetzt nicht mehr dann größer darauf eingehst, auf diese, dass ich mal Synchronschwimmen gemacht habe und ich sag keinem, dass du es gekriegt hast. Verdammt, ich habe keine Pickaxe. Gilt das dann für alle oder nur für Bad? Alle anderen, die Synchronschwimmen von mir geguckt haben. Oh, jetzt brenne ich noch. Ich brauche, schwierig. Das Kino ist durchsichtig. Auch noch. Wie soll ich es anders sagen? Das ist Transparenz. Also wir zeigen hier mal wirklich Transparenz in unseren Let's Plays. Das ist wichtig, finde ich. Ne? Transparenz wird immer so groß geschrieben. Das ist so geil. Oh. Die Zombies können darüber laufen, wo sie laufen. Ich habe jetzt keinen Bock zu versuchen, ob ich das auch könnte. Feigling. Ja, aber wenn ich dann ins Bodenlose falle, warte mal, ich mach das mal. Lass sie doch, lass sie leiden. Nee, lass ich lauf, ich komm da nicht mehr lass raus. Lass sie leiden, lass sie leiden. Und du läufst ihm auch hinterher, du genießt das richtig, ne? Nee, schwierig, ich muss mal eben Debug-Modus einschalten. Tu ich auch, ja. Und schwebt dann mal eben rüber, so, okay. Ich würde nochmal auslachen, wenn ich es im Spiel könnte, aber ich kann's ja nicht. Und schalte ihn wieder ab. Achso, So, wie weit bist du eigentlich mit dem... Ich hab jetzt gerade gar nicht weitergemacht, weil ich hab eigentlich... Ich weiß nicht, irgendwas habe ich versucht. Ich weiß nur nicht was. Was habe ich versucht? Irgendwas... Aber ich wollte jetzt gerade weitermachen. Jetzt weiß ich, glaube ich, auch wieder, was ich machen wollte. Eigentlich wollte ich Holz hacken gehen. Ah. Nicole. Das wäre gut, ja. Ich sitz mal so lange vor unserem provisorischen Eingang. Ich sehe wieder nicht, was ich setze. Wie bitte? Ich sehe wieder nicht, was ich... Ach, da war schon was gesetzt. Ach, nein. Nehmen wir das mal killen. Wegen Holz, hat, oder? Ja, hat jemand... also, wer jemand hat für mich eine Axt, oder... Nee, wir haben... Avo hat doch die lila Fire-Axt. Ja. Oh, ach, nein. Ich sehe nochmal wieder, dummerweise, nichts.
Oh, Mann. Ich sehe keine Blöcke, kein nichts. Das heißt, okay. Ich hab ein Problem. Da fühlt sich das aber gut aus, was du machst. War das ein paar Minuten. Ja. Und so, ansonsten haben wir oben noch eine orange Feierachse in der Kiste, aber das muss jetzt ja nicht sein. Achse mal, ja. Dann nehme ich mir die Iron Pickaxe mal eben. Also wir haben zwei orange Fire Axes, wobei eine nehme ich mir jetzt mal. Oje. Dass ich auch eine habe. Ja, ich komme einmal hoch. Ist auch gerade oben. Nee, aber wenn du richtig Bäume schlagen willst, ist es vielleicht besser, wenn du Abo fragst nach der Lila Fire Axe. Ja, ich bin auch kriegst oben. Kriegst du gerne. Ich kann mir ja, nee, jetzt, jetzt mal gar nichts machen. Das soll keine... Ich versuche jetzt nochmal schnell zu dem Shotgun Store rüber zu kommen. Oh, und jetzt sehe ich, schön. So, welcher bist du denn? Am Haus war er eben. Ja, ich bin oben im Haus. Achso, wolltest du mit dem Tun jetzt nicht weitermachen? Doch, doch, ich mach's da gleich weiter. Gott, ich hab Frosch im Hals. Sag mal Bescheid, wenn du runtergehst, dann hol mich mal bitte an der Mauer ab, weil ich hab den noch gar nicht gesehen. Ja, die Xyra möchte bitte im Bälleparadies abholen. Die Xyra Nein, Xyra möchte im Bälleparadies bleiben. Xyra möchte... Bitte. Ja. Hallo. Ja, ja, ja. So, jetzt aber gut hier. Mann. Sag mal, bin ich blind oder was? Ich finde die Axt nicht. Draußen in den drei Kisten vor Nordisch, da ist in einer von denen die letzte orange Axt. Draußen? Mhm. Naja, da in dem im Wohnzimmer. Wenn du weißt, was ich meine. Wir haben ein Wohnzimmer. Oha, schick, schick. Naja, da wo, wo wir kochen halt, da das Zimmer da. Das, und hier da, wo wir wohnen. Und hier hoch wird sich jetzt durchgebuddelt bis durch die Straße und das ist unser Eingang. Ah, oh, okay. Mann, nur am Zombies Knie. Ja, und schon so richtig schön verkleidet und so schick schick. Ja, da habe ich mich Autobahn hat Bett richtig fein gemacht. Das ist mal, also das was ist haben wir hier denn noch schön? Ist das ein Buchladen hier? Ja. So schön habe ich den gar nicht mal gemacht bei mir. Was passt doch von den Geräuschen hier und dann nicht. Setzen wir als Eingang nämlich auch so ein ganz kleines Quickhäuschen. Ja. Und dann ist gut. Oh, hier könnte ich allerdings mal verkleiden. Au, ich bin runtergefallen. Ach, wo soll diese besagte Kiste denn sein? Welche Kiste? Eine von den dreien da oben, die da oben hängen. Die drei, die nebeneinander hängen. In unserem alten Gebäude. Ja, natürlich. Wir haben in dem neuen Gebäude keine einzige Kiste. Ja, das weiß ich doch nicht. Ich bin Kellerkind, ich weiß es doch nicht. Nee, ist klar. Wir haben auch noch. Da wo du auch zuletzt gestanden hattest. Wo ich sagte, wo wir uns getroffen haben. Also deshalb sagte ich ja, da ist ja der Ernst noch. Und ich dachte auch, deshalb wärst du hinterhergekommen. Ja, aber wie gesagt, ich habe da wohl in die falsche Kiste geguckt. Ich sehe mal wieder eine Geld. Ich nehme die ganze Zeit Reaver-Frames an und habe dann Wood-Frames gesetzt und sehe Reaver-Frames. So, ich hoffe, ich überlebe hier. Ich bin jetzt in dem bisher noch ungeöffneten Shotgun-Store und dachte mir, guck mal für uns nach, was ich da noch so an Waffen finde. Ich bin mal gerade im Buchladen. Ja, er will nicht, sich wieder bilden. Jo, alles mitnehmen und dann später schreddern sonst. Ne? Und Abo kann ja auch noch ein paar Bücher. Oh, die laufen ja schon. Ja, und hier tut ach, es ist 18.30 Uhr, Alter, sag doch keine was Scheiße. Nee. Wieso? Du bist doch im Buchladen und bist da. Oh, lila Pistolen, Gehäuse. Lauf! Ich komm wieder nicht hoch, ich komm wieder nicht hoch. Ich komm wieder nicht hoch. Ah, shit. Und ich bin gestunt und ich kann nicht laufen und sie sind alle hinter mir und. Oh, lauf. Das heißt, seid ach, ihr du Scheiße. Sonst komm in die Mauer rein, hier können wir uns verteidigen. Ja, ich bin unterwegs. Oh. Nordisch, komm auch rein. Ich kann nicht mehr rennen. Ich bin des Todes. Einmal rennen. Todeszügel ist Todes. Und, seid ihr jetzt alle drin? Ja. Mann. Dann setze ich hier temporär einen Wutbein, den ich jetzt allerdings nicht mehr sehe. Das heißt, den müsstest du morgen rausnehmen. Ja. Was denn? Alter Scholli. Warum sehe ich denn den Woodframe jetzt schon wieder nicht mehr? Ist ein Rebar-Frame. Meine ich ja. Hätte ja was? Sein können, dass du eigentlich jetzt sagst, nee, ich habe aber einen Woodframe besetzt, ist er das auch irgendwie... So, und das ist aber ein Woodframe. Nee, bei mir ist es ein Rebar-Frame.
Der hier vorne? Das ist ja. Doch Reframe. Das da oben ist ein Reframe. Ja, den meine ich. Ja, den meine ich doch. Den Frame direkt hier vor der Haustür müsste ich jetzt weggenommen haben, das theoretisch. Einer ist da noch, ein Woodframe. Ich meine, das wäre ja noch zu geil gewesen, wenn wir jetzt... nicht Fackeln gehabt. Oh, verdammt. Was soll ich aufnehmen? Nicht mal eine Fackel. Hier, das, ach doch, da haben wir Fackeln. Da mache ich uns nicht. Das liegt? Ja. Das müsste der Woodframe, der hier vorne gestanden hat. Ja, den richtig. Den sehe ich aber dummerweise immer noch. Boosten, meine Wumme. Nee, der ist weg. Ein Shotgun. Ernten können wir noch nicht. Ich wäre fast an einer Fackel gestorben. Fracht oh, geil. Warum. So, aber hier können wir uns jetzt auf jeden Fall dann auch verteidigen. Ist ja jetzt dann nicht das Problem. Kann ich mir fast eine perfekte Waffe bauen hier. Ja. So, das mit den Türmchen hier stimmt aber nicht. Und das tauschen wir gegen die. Achso, das Problem ist eigentlich, was wir haben, dass wir Öl brauchen. Viel, viel mehr. Wow. Hunting Rifle Barrel in lila hätte ich hier anzubieten. Pistol Receiver in lila. Und ein Sniper Stock hätten wir noch. Und ein Pump Shotgun Stock auch in lila. Was haben wir denn hier? Urban. Öl, glaube ich, habe ich eben gerade 2, 3 oder 4 mal weggetan. Den Rifle habe ich, Forged Iron habe ich, das habe ich. Was ist denn Leather Tanning? Müsste ich eigentlich auch haben. Was ist eigentlich hier mit den Ecken, wo hier noch die Überfälle nimm alle Bücher sind? Mit, wir brauchen das Papier. Nimm alle Bücher mit sonst. Ne? Ja, einfach ich bin ja, mitnehmen. Ja, muss ich nächsten Morgen machen. Und die anderen müssen ja, also wir müssen ja alle noch mal ein paar Bücher lernen. Die Weaver Frames, die werden durch Wood Frames ersetzt, nee. Dann kommen ja hier Türmchen hochgezimmert. Achso, hat man gesagt. Musst du theoretisch gar nicht nächsten Morgen machen. Wenn du da noch bist, kannst du die alle schon mal ins Crafting-Fenster oben reinschmeißen. Ich kann jetzt die Bücher, ich bin jetzt momentan in der Homebase hier, beziehungsweise in der Zukunft. Achso, ja, okay, dann. Aber wie gesagt, sonst könntest du die auch alle in das Crafting-Fenster schon mal reinschmeißen, ohne auch irgendwie umzuwandeln, wie das geht. Ja, ich schmeiß die schon mal, ich mach die schon mal zu Papier, fertig. Aber Nicole? Das sind alles so kleine Bücher. Wenn du dich jetzt bei den Schießschaden mal so ein bisschen so hin und her bewegst, dann weißt du, warum ich da mit Reaver Ramframes noch gearbeitet habe. Ich habe das eben schon ausprobiert, ja. Und, hat funktioniert? Hat funktioniert. Das ist gut. Bett, bist du unten im Tunnel? Nein. Mach uns hier mal Licht auf dem Klo. So. Licht auf dem Klo? Ja. Ich komm hier mal rein. Ich habe hier schon ewig nicht mehr in unser neues Haus reingeguckt. Warum ist dieser vorhin hier? Cornseeds brauchen wir nicht. Ammunition Nation. Achso, ich hab doch eine Fackel. Haben wir da doch bestimmt auch schon. Kennen wir doch. Hast du auch eine Fackel? Nee, ja. Ich hab eine Taschenlampe. Achso. Achso. Wie findest du das von der Aufteilung her? Unten ist ja noch nicht ich denke viel. Mal, das hier sind die Schlafräume dann, ne? Genau, das sind 2 Schlafräume und wenn du dann hier hochgehst, gehst Treppenhaus wieder hoch. Hier auf den, Bergwein, hast du die Decke 1 hoch gemacht oder habe ich... Ach nee. Und ganz oben drauf ist 1 hoch, ja? Ja, da wo du jetzt diesen Dingens-Frame hingesetzt hast, diesen Cobblestone-Frame, da müssen wir dann neben die... Ups. Jetzt habe ich mir die Beine gebrochen, weil ich über Xyra gesprungen bin. Nein, das ist nicht schön. Was ist mit das dem Cobblestone? Ich habe dir die Beine gebrochen, oh nein. Denn daneben kommt ja noch eine Treppe, das heißt, den bitte nicht auffüllen, ne? Wie, oben im dritten Stock? Nee, warum sollte da jemand einen Cobblestone frame? Ich musste irgendwie hochkommen, ich hatte keine Frames mehr. Irgendwas nein. Musste ich ja machen. Ist doch in Ordnung. Das ging nicht anders. Alles gut. Weapon Repair Kit haben wir nicht mehr, ne? So. Nein. Nicole, und das hier, das hier aber wir der müssen Öl haben. Dachboden, wo wir haben jetzt noch 8 Öl Zimmer nur noch. Wo was reinkommt? 2 Zimmer einkommen. Achso, okay. Ein etwas größeres für dich und ein Bett und ein etwas kleineres für den anderen, der hier oben wohnt. Okay. Das finde ich. Wir brauchen leider viel, 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 viel mehr Öl. Ja, wir haben jetzt 11 Mal. Das Gute ist, ja, sollte jetzt eine Horde kommen, können wir die ins Kreuzfeuer nehmen, ne? Weil im Haus ist da auch jemand drin, oder? Nö. Ich bin. Weiß ich nicht. Wer ist denn da? Keine ich bin oben im Haus. Oh, da steht ein Zombie auf dem Dach. Wollte ich auch gerade sagen, ich glaube. Ich bin leider weit weg, das ist das Problem. Guck mal, Nicole, guck mal rüber, der schwebt jetzt im 4. Stock. Der steht bei mir noch da oben. Da steht auch noch einer, aber jetzt nicht mehr.
Achso, nee, stimmt. Der fällt gerade runter. Da. Ja, aber wie die da auch schweben. Ja. Aber jetzt weißt du, so Fernwaffe ist zwischendurch mal ganz gut. Ich überlege gerade, wie doof die Idee ist, jetzt im Dunkeln rauszugehen und nach Hause zu laufen, bevor doch, ich hier... Doch, nee, nein, das ist eine gute Idee, mach das mal. Na ja. Das ist das Beste, was du noch gesagt hast. Nein, jetzt ehrlich, ich stehe ja jetzt hier doof rum gerade. Ja, nun. Alleine auch noch. Wo schießt du denn? Sind dir nur noch fünf im Shotgun-Laden. Guckst du auf der Map. Im Norden. Ach so. In einem, also wo wir noch gar nicht drin waren. Also ich kann dir versichern, wenn du von da aus jetzt zu uns läufst, dann ist das in der Stadt eine nicht wirklich kluge Entscheidung. Ach so, ach, nicht gut. Ich hätte jetzt gedacht, du erzählst gerade, es nee, wäre, da kannst du also ruhig... Im Sinne deiner Zuschauer ist es eine sehr gute Entscheidung. Die haben ihren Spaß, bestimmt. Ja, nicht nur auf. Die. Wir machen das. Komisch, mal. Dass es hier so ruhig ist. Das hätte ich jetzt noch nicht so gedacht. Ich kann nichts. Ich höre kein Zombie draußen. Ich bin auch nicht detected. Ich glaube, die Zombies, die haben die Schnauze voll, weil sie sich ewig an einem Spalt schleppen. Oh, doch, shit, da sehe ich der einen. Eine hier auch. Gut, dass es schon weh. Jo. Da höre ich hier hängt ein einsamer Brick an unserer Hauswand. Okay, einen habe ich abgeknallt. Oh, da kommt eine Biene, kommt noch weiter. Das wäre jetzt für mich eine gute Info, weil ich gehe gerade... Ich habe gerade eine Biene gehört, ich sehe sie aber nicht. Aber immer wenn ich eine Biene höre, dann kommt meistens danach eine Menge Zombies. Wobei in der Stadt ist das eine andere Geschichte. Da haben wir es immer nicht so überlegt, großartig. Weil ich kann hier gar nicht rüber, weil hier dieses Todesloch des Todes ist. Ich müsste ja einen Umweg laufen. Jetzt. Todesloch des Todes? Ja, dieses, das Glory hier fehlt der Hole. Boden. Hier fehlt der Boden. Hunde! Nee, echt? Ja. Ja, hier sind Hunde, ja. Wo denn? Hier irgendwo vor der Mauer. Ja, einer ist schon mal nicht mehr da. Hier will ich auch nicht raus. Ich irgendwas ist da hinten. Jetzt nicht mehr. Obwohl es natürlich eine Frage ist, ob er vorher gelebt hat, ne? Inwieweit man das Leben nennen kann. Ja, gut. Ja, wo sind aber sie er denn? Hat existiert. So einen kurzen Augenblick. Immerhin schon drei erwischt jetzt. Mit Pfeil und Bogen. Christenkeks. Oder ein Lolli nach Wunsch. Okay, hört sich falsch an. Das hört sich ziemlich falsch an, ja. Kann ich nichts für. Ich war es nicht. Aber ich muss mal dazu sagen, ich habe auch gestern Abend einen sehr geilen Fauxpas gebracht. Und zwar hatte ich eine Bewerbung geschrieben. Schwierig. Und nee, das war noch gar nicht das Problem. okay. Scheiße, das ist ein Fahrrad. Oh. Ja, dann lauf. Mach weiter, erzähl. ich habe eine Bewerbung geschrieben und habe dann so gar nicht weiter drüber nachgedacht, sondern drauf losgeschrieben und dann hatte ich irgendwann den Satz da drin, von wegen, ich habe täglich Kundenverkehr. Das habe ich dann auch noch umgeschrieben, weil ich habe gedacht, nee, der Kundenverkehr, der hört sich irgendwie falsch an. Weißt du, warum sich das heutzutage falsch anhört? Weil wir so denken? Ja, weil die Leute einfach, egal was die hören, das erste geht Richtung Sex. Ja. Damit als erste, egal was du erzählst, und das kann noch so entfernt verwandt damit sein, aber das ist das erste, wo die Leute dran denken. Ja, aber man muss ja nun auch mal zugute halten diesen Leuten. Das ist ja auch etwas, da denkt man gerne dran. Eigentlich denkt man... Das stimmt. Uff. Naja, ich würde es eher mit der Reizüberflutung in Einklang bringen. Also wie sich das anhört, hat Welk auch gerade Sex. Ja, ich habe es gerade wieder ins Haus geschafft. Und der hat leider noch einen zweiten Magnum-Grip gehabt. Den konnte ich jetzt noch nicht looten. Weil es kamen dann natürlich draußen noch andere Zombies. Das war echt Feral-Zombie, sowas Ekliges. Aber es ist gleich eigentlich insgesamt auch gar nicht mal so schlecht, wie es jetzt aktuell ist. Weil es ist gleich die Nacht rum, es ist gleich die Folge rum. Das heißt, die nächsten beiden Folgen haben wir volle Tagfolgen. Ist das nicht schön? Das ist herrlich. Allerdings, ja. Ja, das stimmt. Und wenn ich dann mal wieder was sehe, bin ich zufrieden. Laufen Sie schon? Könnt ihr was sehen? Laufen Sie schon? Laufen Sie noch? Ja, doch, sie laufen noch. Ich wollte gerade sagen, also wenn du nicht gemerkt hast, dass sie die Nacht übergelaufen sind, dann hast du nicht viele Zombies gesehen. Dann ist alles gut. Nee, weil hier ist ein Dicker und der sieht noch... Oh, jetzt ist er langsam. Der sah noch so fit aus.
Da ist die Biene. Oh shit, ich hab. Hut! Ich höre. Hut! Boah, ist das knapp gewesen. Gut, dann an dieser Stelle danke fürs Einschalten, Daumen hoch und tschüss. Jo, tschüss. 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 Tschüss.